Hallo, mein Name ist Gottschling, Christian Gottschling. Und wie immer geht es in diesem Kanal um drei Themen: Immobilien, Immobilien und Immobilien. Heute gibt es eine Q&A-Folge. Und zwar habe ich vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen mal eine Folge veröffentlicht zum Thema Leerstand bei Gewerbeeinheiten vermeiden, einen Markt schaffen. Da gab es einige Nachfragen zu und die würde ich jetzt gerne einmal kurz beantworten und vielleicht noch zwei, drei grundsätzliche Fragen dazu beitragen, weil es zum einen sehr viele Klicks und Views hatte und zum anderen auch viel Kommentare bzw. Fragen kamen. Also scheint da zum einen der Bedarf da zu sein und zum anderen vielleicht auch nicht alles ganz klar erklärt worden sein. Ich habe eine Liste einfach mal mitgenommen gehabt von den ganzen Fragen dazu. Gehen wir einfach mal kurz Stück für Stück durch und gehen auf die einzelnen Punkte ein. Also hier fragt jemand, aktuell geht es darum, wie ich ein Konzept für eine Bank zaubere und wer mit Zuschüsse, in Klammern Krankenkasse und Co. dafür rausrückt. Sind eigentlich zwei Fragen in einer drin. Also Konzept für die Bank zaubern. Die Bank wird das wahrscheinlich super gut finden. Die ist immer begeistert davon, findet es immer gut, wenn man das Objekt entwickelt, wenn man Objekt investiert, wenn das Objekt halt weiter am Markt platziert wird und dadurch natürlich an Attraktivität und an Steigerung dabei mit erfährt. Allerdings, wie eine Bank das individuell in der Situation bewertet, weiß ich nicht. Die guckt ja mehrere Sachen an. Die schaut sich das Objekt an, Geschäftsbeziehung, Beleihungswert, Beleihungswerte, Immobilien, eventuell Depots, Portfolien, also da ist ja so eine Gesamtbetrachtung dabei, das kann ich beim besten Willen nicht beantworten, auch nicht aus der Ferne. Grundsätzlich findet eine Bank sowas immer gut, wenn ein Objekt entwickelt und weiter an Steigerung da drin steckt, das machen die gerne mit. Aber wiefern die das mitfinanzieren, wiefern die da was sie finanzieren, muss man im Einzelfall halt sehen. Das kann ich also von da kann er Unterstützung bei liefern. Zweiter Teil der Frage, Zuschüsse und Krankenkasse. Also die Krankenkasse selber, das ist gar nicht die Zuschüsse gewährt oder zusichert. Aber es ist, wir müssen noch einen Schritt weiter zurück. Zuschüsse bekomme ich, wenn ich einen Mieter habe, der einen barrierefreien oder behindertengerechten Umbau braucht. Das Video, auf was sich hier diese Fragen auch beziehen, geht aber in dem Fall von einem leeren Gewerbe aus. Da werde ich also keinen Mieter drin haben. Daher muss man halt sehen, also eine Krankenkasse, beziehungsweise es ist nachher die Rentenversicherung und die Pflegekasse, insbesondere ist es das, die das finanziert, die finanziert das. Auch sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen locker, aber die fördern das halt. Ne? Aber dafür muss ich einen Mieter haben, der nachweislich das braucht. Und den habe ich in dem Fall nicht. Aber auf das Thema kommen wir gleich mal weiter in die Tiefe rein. Ich würde es aber belassen bei der Antwort. Könntest du mir eventuell ein Konzept mailen? Also so ein Konzept ist umfangreich. Das werden wir gleich auch in der Länge und auch in den Themen hier sehen. Und ich werde auch einige Sachen nur referenzieren. Das ist nicht mal eben so gemacht. Wir machen das für unsere Kunden. Und das ist natürlich auch eine Dienstleistung, die wir erbringen, gar keine Frage. Aber ich habe jetzt kein Konzept, was ich einfach nehmen kann und sagen kann, das passt auf die Immobilie hier, da und da. Von daher, wir gehen mal weiter die Fragen durch. Vieles wird davon klar sein, aber ich habe jetzt kein Konzept, wo ich einfach sagen kann, das ist das Universalrezept, mit dem kann man alle Immobilien auf einmal von links auf rechts rennen und damit habe ich sofort meinen Markt geschaffen und so weiter. Das gibt es leider auch nicht bei Immobilien allgemein, ich glaube nirgendwo auf der Welt. So, was wollen die Krankenkassen in Rahmenbedingungen? Also ja, nochmal, es macht die Pflegekasse, nicht die Krankenkasse. Die fördern, wenn ich einen Mieter habe, der zum Beispiel aufgrund seines hohen Alters und Unfalls mit dem Gehen Schwierigkeiten hat. Jetzt hat er zum Beispiel eine Badewanne. Die Badewanne hat eine Einstiegshöhe von, sagen wir 70 Zentimetern. Das ist für den eine Barriere, die für ihn schwer bis gar nicht überbrückbar ist. Dann geht man hin und sagt, okay, jetzt wäre es angemessen, eine Dusche, am besten ebenerdig oder so niedrig wie möglich halt einzubauen, damit ich vielleicht nur noch eine Stufe von, ich weiß nicht, 5 cm habe, statt den 55 oder 60 oder 70. So, das ist aber
das muss ich vorher haben, den Bedarf, das hatte ich gerade kurz schon eingangs erwähnt gehabt. Danach kriege ich halt, wie gesagt, den Umbau gefördert. Es gibt dazu Deckelungen, ich glaube 8.500 pro Badezimmer oder sowas. In der Regel kommt man mit recht gut hin. Man holt Angebote ein, gibt die ab. Bis jetzt haben wir noch keins, was abgelehnt wurde. Also es geht recht easy. So, was muss beachtet werden? Raumgröße und ist die Nachfrage nicht so groß? Auch wieder zwei Fragen in einer. Raumgröße, ja, klar, man muss gewisse Raumgröße haben. Da kommen wir vielleicht nochmal gleich zu. Das ist nämlich die Wohnraumverordnung. Was ist Wohnraum, was ist kein Wohnraum? Da gibt es natürlich Ansprüche und Grenzen für. Dann ist die Nachfrage wirklich so hoch. Ja, also ich kann nur für die Region sprechen, die ich kenne. Wir sind ja im Gebiet, östlich fangen wir an bei Dortmund, westlich hören wir auch bei Düsseldorf. Nördlich geht es hoch bis nach Recklinghausen, Haltern und südlich geht es bis kurz zur Wuppertal. Das ist unser Kerngebiet, das Ruhrgebiet. In diesem Gebiet, ich könnte meinen Bestand bestimmt 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Mal vermieten. So, das ist das mit der Nachfrage hier. Wie die Nachfrage auf dem Land ist, wie die Nachfrage bei euch ist. Großstadt, Kleinstadt, mittlere Stadt, ja, Dorf, ländlich. Weiß ich nicht. Kann ich von hier aus nicht beurteilen, wobei auch hier auch gar nicht drin steht die Region, aber selbst wenn, ich könnte es einfach nicht, außer es wäre meine Kernregion, dann würde ich das natürlich halt beantworten können. Aber vielleicht mal zwei, drei Gedanken dazu. Also, grundsätzlich, der Markt ist da. Der Markt wird größer. Es ist ja so, wir haben einen demografischen Wandel. Das heißt, wir alle werden älter, so alt wie nie zuvor. Auf der anderen Seite habe ich immer mehr Onlinehandel, immer mehr Versandhandel. Wie gesagt, Amazon hatte ich als Beispiel genannt gehabt, aber auch jetzt, letzte Woche war ich bei einer Immobilienbewertung von der Dachgeschosswohnung und er sagte, hör mal, Dachgeschoss ist mir heute auch egal, du hast doch Lieferdienste. Ich habe hier Flaschenpost, die liefern mir einen Kasten Bier innerhalb von 2 Stunden für denselben Preis wie im Supermarkt. Sagt er, warum soll ich davon rausgehen? Ne? So, das heißt also, wir werden immer mehr Leerstände im Gewerbe haben. Das heißt also, Objekte nachrücken werden immer mehr werden und auf der anderen Seite rücken immer mehr Leute nach, die immer älter werden. Der Markt muss einfach, das sind nun mal die Gesetzgebenheiten, das ist Mathematik, das ist, es geht nicht anders, der muss noch größer werden, als er ist. So, und wenn wir jetzt aus der dritten Perspektive drauf gucken, was wird jetzt dabei bedient? Das müssen wir in der Region selber gucken, wie viele barrierengerechte, barrierenarme, behindertengerechte Wohnungen gibt es bei euch in der Region? Schaut euch einfach um. Ich bin mir sicher, dass da der Bestand vielleicht unter 1%, vielleicht unter 2% ist. So, das heißt, Markt wächst von allen Seiten, werden die Parameter dafür optimal gestellt. Man muss es selber schauen. Zweiter Gedanke dazu, wenn man das vielleicht mal genau wissen möchte, weil ich meine, es ist ein Investment tätigen muss, man möchte vielleicht ja eine Investition nicht ins Blaue hinein machen, was auch durchaus ja verständlich ist, auch sehr, sehr vernünftig ist. Vielleicht dann zwei Vorgänge oder zwei Ideen dazu rangehen kann. Caritas, Diakonie, also die ganzen Verbände, die sowas fördern, die auch vielleicht Altenheime, seniorengerechtes Wohnen betreiben, vielleicht mal ansprechen und sagen, pass auf, ich habe hier ein Objekt, das würde ich gerne dazu entwickeln, umbauen. Hast du Bedarf? Würdest du das Objekt von mir mieten? Wenn ja, welche Konditionen, welche Laufzeiten, was müsste es haben und so weiter, da ist man sehr schön im Gespräch. Und das Gute ist, die sagen euch ja genau, was sie brauchen. Man muss also jetzt nicht mehr viel Ingenieursleistung da reinstecken. Man muss jetzt also keine Architektenleistung reinstecken, wenn die es einem selber sagen. Wenn man jetzt das nicht hat, kein Connect zu diesen Vereinen kriegt oder nicht die richtigen Leute kriegt oder keine zufriedenen Antworten kriegt, zweite Idee, einfach einen Testballon starten. Immo-Scout, Immo-Welt, Immo-Net, wobei bei uns geht Scout am besten, aber das kann auch regionsabhängig sein. Einfach mal eine Anzeige für 14 Tage buchen. Ich weiß nicht, kostet 70 Euro oder sowas, vielleicht auch 80. Und dann einfach reinstellen hier, ich habe eine seniorengerechte Wohnung mit den passenden Eckdaten dabei, vielleicht auch schon eine Mietpreisvorstellung und gucken nach, was an Nachfrage reinkommt. Dann hat man wirklich im Real Life mal nachgeschaut. Natürlich, ich würde alle Interessenten nachher anrufen und sagen, pass auf, das war nur eine Bedarfsanalyse, zu gucken auf dem Markt, was für eine Nachfrage habe ich. Aber dann habe ich wirklich zu der Zeit mit den komplett genauen Angaben zum Objekt, also ich könnte auch direkt die Wohnungsgröße angeben, ich könnte vielleicht schon mal einen Grundriss zeichnen, auch mit der Hand, von mir aus auf einem Papier mit der Hand gezeichnet. Fassadenfoto nur dazu und dann auch sagen, wird noch geplant, ist im Umbau. So,
einfach mal gucken, was kommt nach 14 Tagen rein. Ich habe ja zwei Sachen da drauf oder drei, die ich ja checken kann. Ich habe die Views, also das heißt, ich sehe recht schnell, wie viele Leute haben die Anzeige dort angeschaut. Und dann habe ich die zwei Rücklaufkanäle, Telefonie und E-Mail. Ja, ich habe ja ganz schnell raus. Also ne, einfach mal ein bisschen Zeit, wobei ein bisschen Zeit, es ist nicht viel, investieren, wir haben einmal kurz eine Anzeige schalten und schon habe ich 100% sofort meinen Markt gespiegelt. Das ist mein Gedanke dazu. Nächste Frage kam dann, wo und welche Anträge fülle ich aus? Dann sind wir dabei bei Zuschüssen. Zuschüsse füllt der Vermieter, Eigentümer, Hausverwalter gar nicht aus. Wie gesagt, Zuschüsse bekomme ich dann, wenn ich einen Mieter habe, der einen Bedarf hat, der gestellt werden muss. Und in dem Fall geht auch der Mieter zuerst zur Krankenkasse. Die Krankenkasse muss meistens irgendwelche Atteste von irgendwelchen Ärzten haben. Die muss man dementsprechend einreichen. Ist ein bisschen, zwei, drei Punkte müssen noch mehr gemacht werden. Aber Antwort der Frage ist, gar keine. In der Regel kriegen wir einen Bescheid, wo dann drin steht, das Bad soll umgebaut werden, es soll ebenerdig sein, es soll die Dusche abgesenkt werden auf die, so eine Höhe und so weiter. So, ich habe also sofort meinen Rahmen vorgegeben, ich gehe danach hin und gucke, kann ich es realisieren, will ich es realisieren und wenn ja, rufe ich dafür Angebote ein und mache es direkt fertig. Ne? Also Anträge, gar kein Ausfüllen, wenn du einen Mietvertrag hast, mit Mieter hast, den bitte zur Krankenkasse schicken, der wird da beraten und alles andere muss er sich sowieso kümmern. Könntest du das Konzept näher erläutern? Wollt man Zuschuss, Bankkonzept und so weiter, Bedingungen der Krankenkassen, Raumhöhe und Raumgrößen? Hatten wir jetzt eigentlich alles schon soweit abgearbeitet, die Frage wir jetzt einfach überspringen. Dann habe ich hier nur aufgeschrieben, ich möchte mal vorne das erklären. Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten, es gibt mehrere Begrifflichkeiten, die verschiedene Tiefen und Breiten des Umbaus oder der Anforderungen ausdrücken. Ich habe einfach mal ein paar aufgeschrieben. Barrierefrei, rollstuhlgerecht, seniorengerecht, altengerecht, barrierearm, schwellenarm und behindertengerecht. Das alles jetzt zu zerlegen, wäre zu lang. Dafür gibt es ein extra Video. Das verlinken wir unten in den Kommentaren. Einfach mal da folgen, also damit das jetzt nicht den Rahmen sprengt hier. Wenn es da Bedarf zu steht, einfach das Video folgen. Es sind auf Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Im Prinzip geht es immer darum, wie behindertengerecht bin ich. Die höchste Stufe ist, ich habe alle breiten Türen, ich habe gar keine Stufen, ich bin komplett ebenerdig. Übrigens, gar keine Stufen ist doch mal vielleicht ein Punkt, der mir einfällt. Die meisten überlegen nur Zugang zur Wohnung und in der Wohnung selbst bis zur Dusche oder Duschtasse hin. Aber auch wieder noch vergessen dabei, ich muss eventuell auch noch Müll rausbringen. Also es ist nicht so, dass jeder, der im Rollstuhl ist, auch direkt eine Pflegestufe und einen Pfleger hat. Das heißt zum Beispiel, oft habe ich ja, ich muss durch den Keller oder ich muss die Mülltonne schon im Keller drin oder ähnliches dabei. Also auch da geht es ein bisschen weiter darüber hinaus, außer wir hatten nur in der Wohnung selbst. Da muss man da so ein bisschen weiterdenken. Das wird hier geregelt, aber da ist ein extra Video dabei. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht tiefer eingehen. Vielleicht mal kurzer Ablauf dabei, wie man an so ein Konzept rangeht, weil das ist ja der Kern der Frage. Also, als allererstes Prüfung der Machbarkeit. Das ist das, wie kommt man rein? Wie kriege ich Frischwasser, Abwasser hin? Also sprich, wo habe ich meine Steigeleitungen? Wie kriege ich das Objekt versorgt? Frischabwasser, das gibt mir schon vor, wo muss in der Küche, wo muss ein Bad hin sein? Ne? Ganz wichtig dabei. Dann Stromzufuhr. Wobei Strom macht eigentlich in der Regel keine Schwierigkeiten. In der Regel habe ich einen Hausanschluss, im HAK habe ich einen Keller. Ich kann, Stromkabel sind flexibel, die brauchen kein Gefälle, wie Sanitär, Abwasser und so weiter. Kann ich eigentlich in der Regel immer ziehen. Also es gibt ein paar Sonderfälle, aber in der Regel Stromzufuhr ist überhaupt kein Thema. Dann habe ich hier noch hier stehen, bedenke Tür, ebenerdig rein, Tür breit genug, Klingelanlage. Oft ist es so, dass das Gewerbe keine einzelne Klingel hat. Ne? Auch das muss immer berücksichtigt werden, wo also Kleinigkeit ist beim Umbau dabei. Dann Zuwegung wie zum Beispiel zur Mülltonne und so weiter. Das sind so Themen dabei. Dann natürlich vielleicht überlegen, wenn ich jemanden habe, der im Rollstuhl sitzt, der wird wahrscheinlich den Care-Dienst, Winterdienst nicht machen können. Der wird keine Mülltonne rausstellen können. Das heißt, eventuell muss man auch überlegen, dass man im Haus auch vielleicht ein paar Serviceleistungen auch anbietet. Eventuell nur bezogen auf diese eine Einheit. Oder halt aufs ganze Haus, je nachdem wie das passt, wie das Mieterklientel das annimmt und wie es auch ist. Aber auch da, meine Erfahrung ist, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wäre man wahrscheinlich mit einer Treppenhausreinigungsfirma und Winterdienstfirma wahrscheinlich insolvent gegangen. Man hätte keine Aufträge gekriegt. Heute haben wir bestimmt
70-80% der Objekte haben eine Treppenhausreinigung und Winterdienst dabei. Ne? Also ich finde, dass immer mehr diese Serviceleistungen rund ums Wohnen immer mehr ausgebaut werden und von daher vielleicht auch schon im Objekt gibt. Muss man halt schauen. So, dann beachten, was ist Wohnraum? Wohnraum, Landesbauverordnung, das heißt also einmal in einem Bundesland mal schauen, was die Verordnung hergibt. Es gibt ein paar Unterschiede, aber grundsätzlich definiert die Landesbauverordnung, was es alles dabei gibt. Ausreichende natürliche Belüftung. Ne, das heißt auch natürlich Tageslicht, ne, Belüftungsmöglichkeiten, Schutz gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Anschluss von Energie, Wasserversorgung, Entwässerung, Feuerstätte oder Heizungsanlage, klar, muss auch beheizt werden, Anschluss an eine Kochküche oder Kochnische, man muss also ne, sicherlich kochen können, sanitäre Einrichtung, klar, täglicher Bedarf muss natürlich auch erledigt werden. Das ist alles, wie gesagt, Landesbauverordnung, da vielleicht einmal kurz nachlesen oder ganz einfach machen. Es gibt immer eine kostenlose Bauberatung bei der Bauaufsicht, Bauamt. So, wenn ich das vorhabe und es konkret ist und wirklich da meinen Bedarf habe, würde ich eine Bauvoranfrage oder eine Bauberatung. Bauberatung ist bei uns im Ruhrgebiet kostenlos. Man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, vielleicht ein bisschen Smalltalk halten mit dem Sachbearbeiter. Die sind meistens recht trocken, aber es ist deren Job und die machen es eigentlich auch eigentlich recht gut, recht gewissenhaft. Nicht schnell, ist halt eine Behörde, gar keine Frage, sofort Antworten kriegt man da nie. Und wenn die innerhalb von 2 Wochen eine Auskunft erteilen, ist das schon ganz gut. Aber da bloß nicht fordern und förderlich sein, einfach nett hingehen, nettes Blöschchen halten, vielleicht noch kurz erzählen, wie der Verein am Wochenende gespielt hat, was weiß ich was, und einfach kurz ein Thema einsteigen. Weil da kriege ich komplett alle Auflagen, zwar nicht sofort, aber ich kriege alles mitgeteilt. Ich kriege vielleicht nicht alles komplett vorgekaut, aber der sagt mir, pass auf, du musst Landesbauordnung im Wohnflächen beachten. Beachte vor allem Punkt 3 und 4, weil das macht auch Schwierigkeiten. Dann beachte noch dies, beachte das. So, das ist eine Investition vielleicht von einem Gespräch von 2 Stunden fürs Vorgespräch. Ist aus meiner Sicht total sinnvoll und wie gesagt, es ist meistens sogar noch kostenfrei, selbst wenn es aber Kosten verursachen würde, da reden wir auch kein Geld. Ne? Also ist, glaube ich, selbst wenn es 100 Euro sind, ist es kein Vergleich zum Umbau, zum Invest dabei. Also da, wie gesagt, auf jeden Fall eine Voranfrage und Vorvoranfrage, vielleicht eine kostenlose Bauberatung oder Bauberatung allgemein beim Bauamt in Anspruch nehmen, weil das einmal so das gesamte Bild komplett einmal so Schritt für Schritt durchgeleuchtet wird und dann kann man sehen, ach guck mal, da habe ich gar nicht dran gedacht, da ist eine gute Idee dabei oder wie auch immer. Also es kann nicht schaden und vor allem erst recht nicht, wenn ihr Beginner auf dem Projekt seid oder mit diesen Umbauten. Wenn ich schon 5 gemacht habe, klar, dann macht es keinen Sinn, beim 6. nochmal das Vorgespräch zu führen. Dann hat man irgendwann ja seine Learnings daraus gezogen, man weiß, wie der Hase läuft, alles gut. Ne? Aber beim Erstprojekt nutzt das unbedingt. So, dann, klar, große Frage, planen und überlegen, Architekt, ja oder nein? Ne? Ist man in der Lage, das alles zu stemmen, zu schultern oder ein Dienstleister? Also Architekt, klar, ist eine Möglichkeit, es gibt dann auch andere Dienstleister dafür. Vielleicht macht die Haushaltung auch mit, wie bei uns ja auch möglich ist. Einfach mal gucken, weil klar, ein Architekt kostet Geld. Teilweise auch nicht wenig, kommt immer darauf an. Aber überlege einfach mal, habe ich die Erfahrung? Habe ich die Handwerker? Habe ich einen Ablaufplan? Sprich, ich habe ja oft Abhängigkeit. Ich muss ja erst Bauwerk 1 zur Hälfte fertiggestellt haben, damit der Lieferant Nummer 2 kommen kann, mir etwas anschließen kann oder Handwerker 3 kommen kann, um dann die Endmontage zu machen zum Beispiel. Ne? So, habe ich das Wissen? Kenne ich diese Abhängigkeiten alle? Habe ich die Zeit dazu? Habe ich die Handwerkerkontakte dazu? Habe ich eventuell auch Handwerker, die auch kommen, weil mal angenommen, ich habe jetzt wirklich einen Plan selber erstellt, ich habe Abhängigkeiten, die ich erkannt habe, auch dementsprechend in diesem Projektablauf mit geplant, jetzt kommt aber ein Handwerker nicht, weil er, keine Ahnung, vielleicht einen anderen Kunden bevorzugen musste oder vielleicht, weil das eine One-Man-Show ist und er ist krank geworden oder was auch immer, es gibt so viele Sachen, also Baustelle, haben wir mit Erfahrung, es kommt immer anders, als du es planst und es dauert immer länger. Ne? So, muss ich dafür Puffer einplanen und Ähnliches dabei. Jetzt habe ich zum Beispiel bei Handwerkern das Problem, wenn ich keine Standardhandwerker habe, wenn ich keinen Connect habe zu den Handwerkern, wenn ich da nicht schon eine Historie habe mit Auftragsvolumen, habe ich vielleicht auch kein Gewicht bei denen. Vielleicht bin ich auch mal der Auftrag, der hinten rüberfällt, der vielleicht als letzter erledigt wird. Also da ist vielleicht ein Architekt oder vielleicht einer, der sowas öfter macht,
immer gute Ansprechpartner. Wobei auch bei Architekten und Handwerkern, ich weiß, dass Handwerker nicht immer gerne für Architekten arbeiten, weil Architekten teilweise den Ruf haben, sehr pingelig zu sein, sehr genau zu sein und dabei immer den Preis drücken. Und das ist halt so, ne, das Gesamtbild kann durchaus dazu führen, wenn ein Auftraggeber oder wenn ein Handwerker Auftragsbücher sehr voll hat, dass er dann vielleicht auch dann das schon mal ablehnt, bevor er sich beschäftigt. Aber auch da einfach mal den Markt prüfen, Markt checken. Nur das ist vielleicht noch ein Hinweis dabei, Erstprojekt ohne Unterstützung ist mutig. Ne? Wenn ich Zeit habe, wenn ich sage, das ist mir egal, ob das Projekt jetzt in 3 Monaten oder in 6 Monaten fertig ist, kein Problem. Ne? Wenn ich jetzt mal eine Bude habe, die schon länger leer steht und so weiter, und das mir jetzt finanziell nicht wirklich groß reizt, ich schon mit dem Zuschauer angefangen habe, ja, okay, kann sein. Wenn ich aber jetzt was habe, oder schlimmer ist, ich habe das Objekt schon vermietet, das heißt also, ich habe einen Stichtag zur Fertigstellung, dann kann es durchaus eng werden und dann ist es vielleicht sinnvoll, jemanden zu holen oder jemanden zu haben, der Pläne erstellt, der regelmäßig Begehungen macht, der regelmäßig mal Zwischenabnahmen durchführt. Auch da ist die Erfahrung, selbst die besten Handwerker, wir haben ja sehr selten bis fast nie Baustellen, wo wir nicht irgendwas finden, wo wir keine Findings haben. Und nochmal, wir machen das seit über 20 Jahren. Wir haben Handwerker, die wir schon seit 7, 8, 9 Jahren feste Handwerker haben. Wir kennen, also wirklich, ne? Die wissen genau, was wir suchen, die wissen genau, was wir brauchen. Wir machen bei denen, ich weiß nicht, wir haben einen Maler, den wir wahrscheinlich das ganze Jahr mindestens 2 Mann von dem durchgehend beschäftigen. Sanitär haben wir zu Witterungszeiten, wenn die Heizung anfängt, habe ich gefühlt immer eine Dauerleitung zu denen und so weiter. Also wir haben wirklich sehr, sehr tiefe und sehr, sehr langjährige Erfahrungen und selbst da habe ich immer wieder bei Abnahmen, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, das ist doch schon das 80. Objekt, was du für mich machst und du machst immer noch nicht so, wie wir das immer besprochen haben und so weiter. Ne? Also auch da meine Empfehlung, immer wieder auf Baustelle gehen, gerne auch unangemeldet, gucken einfach mal, Status prüfen, ist alles zufriedenstellend. Es sind auch viele kleine Dinge, die vergessen werden, aber da muss man hinterher sein. So, und da ist nochmal der Aspekt dabei, wenn ich jetzt berufstätig bin, Vollzeit, vielleicht noch Familie, Kinder, Hobbys habe, muss ich überlegen, ist es überhaupt leistbar? Also kann ich das? Und zweite Frage natürlich auch, will ich das? Ne? Müsste noch in der Gesamtbetrachtung mit reingezogen werden. Ich habe oft Baustellen schon mal gekriegt, wo der Eigentümer angefangen hatte und irgendwann Hälfte, letzten maximal 3/4 kam und danach in Stocken geraten ist, danach wird es zäh, also ist immer so, letzte Drittel des Projektes zieht sich immer und da kommen die ganzen Beschwerden, dann haben wir den Zeitdruck dahinter, da kommen die ganzen kleinen Fehler noch dazu, so, da verliert man auch mal schon Geduld und dann wird es immer schwierig, jemanden dazu zu holen, der das übernimmt oder halt unterstützt, weil dann ist der Karren schon vielleicht in der Richtung, wo der festgefahren ist, und das zu retten, ist ja meistens großer Aufwand dabei. Ne? Also da vielleicht mal die Idee einfach mal mitzunehmen, kann ich das leisten und möchte ich das leisten? Ja, ich bin soweit durch mit den Themen oder zumindest mit den Fragen. Ja, vielen Dank, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es noch Fragen dazu gibt, wie gesagt, gerne hier unten in die Kommentare rein. Ansonsten gibt es noch da eine Glocke. Wenn man die aktiviert, kriegt man immer ein Update zu neuen Videos. Also sprich, wenn wir wieder ein neues Thema haben, wo wir uns halt irgendwie ein Video abgestellt haben. Ja, ansonsten abonniert, folgt dem Kanal und gerne liken. Danke, bis demnächst.